Thomas, hast du gezählt, wie viele unter 20-Jährige heute im Einsatz waren? Es waren so viele, wie gar nicht zum Zählen. Wahnsinn gewesen, oder? Das ist super. Also ist es nur mir so gegangen, dass ich jetzt das Gefühl habe, diese Saison, dass es ein bisschen mehr geworden sind, im Vergleich zu anderen Saisons? Ich weiß nicht, ob es wirklich viel mehr geworden sind. Das hat natürlich jetzt auch damit zu tun, dass es viele Mannschaften, die viele Verletzte hatten, oder? Und das hat natürlich ein bisschen geholfen, sage ich mal. Und einer davon ist sicher der Elvis Schläpfer, der heute sein erstes National League Goal gemacht hat. Willkommen, das ist Backcheck, der Talk heute im Fokus. Die Jungen Wilden, die die National League ein bisschen aufmischen, eben aus verschiedensten Gründen auch reinkommen in die Mannschaften und eben auch Eiszeiten kriegen. Und ich würde vorschlagen, stoßen wir gerade an auf den Elvis Schläpfer und all die Jungen, die heute Abend im Einsatz waren und so eben auch wichtige Erfahrungen können sammeln können. Und wichtig ist für die Schweizer Eishockey. Zum Wohl, Thomas. Zum Wohl. Wenn du etwas mitbrauchst, dass du nicht einfach nur ein Wasser musst trinken musst. Also, die Flasche den ganzen Abend da rein. Ja, das ist sicher warm. Du kannst es schon langsam kennen. Ich trinke keine Kalorien. Ja, aber nicht um die Zeit. Tut dir gut. Schau, es geht gar nicht auf die nächste Mal. Es kommt gerne nicht mal raus. Der Effekt war super. Es ist die Farbe, wenn du den auslärst, dann ist es nicht so schlimm. Auf ja, genau. Und der Teppich, der ist bei dir ja auch noch nicht ganz so angekommen. Aber es gibt Wichtiges zu diskutieren. Ich habe es kurz angesprochen. Der Effekt, den es jetzt gegeben hat, dass es eben doch auch einige Verletzte gegeben hat. Jetzt bei einem EHC Biel beispielsweise, wo jetzt auch gerade viele Zentren ausgefallen sind, hat jetzt ein Elvis Schläpfer beispielsweise heute Abend in der ersten Linie gespielt. Macht das jetzt Biel nur, weil es sowieso auch gerade noch gut läuft und weil sie gezwungen sind zu diesem Schritt? Oder hätten sie es auch so ausgemacht? Ich denke, es hängt beides ein bisschen zusammen. Oder? Ich glaube, es ist natürlich viel einfacher, wenn jetzt du 6 Spiele hast, 6-mal hintereinander einen Win-High geholt hast, um nachher dann zu sagen, okay, komm, ich probiere das mal. Wenn natürlich jetzt von diesen 6 Spielen, sag jetzt mal, 5 verloren hättest, bezweifle jetzt, ob man dann nicht vielleicht eine gewisse andere Variante gewählt hat. Aber nichtsdestotrotz, ich finde es gut, was sie eben nicht einfach einsetzen jetzt, sondern eben ihn so einsetzen, wie er eigentlich seine Skills am besten kann, ich sage mal, auch ins Spiel bringen. Oder? Es ist ein Spieler, der sage jetzt mal auch, offensiv gewisse Sachen kann bringen kann. Und es ist natürlich super für ihn, wenn er dort optimal eingesetzt werden kann. Aber es gibt ja das Einsetzen und das Einsetzen. Also früher hat es dann vielfach einfach noch den 13. Stürmer gegeben, wo so ein 19-20-Jähriger dann noch drin war und vielleicht 3-4 Minuten, wenn es hochkommt, ein bisschen Eis gesehen hat. Jetzt haben wir es hier aber schon noch ein bisschen anders gesehen, teilweise. Auch bei anderen Teams, bei Zug beispielsweise, wo die vierte Sturmformation viel Eiszeit hatte. Ja, eben bei Zug war die vierte Linie, aber sie haben trotzdem viel gespielt. Und das ist entscheidend, oder? Aber es ist schon so, früher hast du oftmals bist reingekommen, hast vielleicht 3 Einsätze gehabt, im Drittel bist du in der dritten Minute gekommen und dann vielleicht in der 14. noch und vielleicht kurz vor dem Drittel noch. Und dann kommst du nicht in den richtigen Rhythmus. Und so, wie es jetzt gewisse Mannschaften gemacht haben, ist für die Jungen sensationell. Zeigt aber auch, dass bei diesen Mannschaften oder jetzt gerade Zug Academy wird wirklich sehr, sehr gut geschafft. Heute sind auch wieder 2 Junge in der vierten Linie gewesen, die bis jetzt nicht auf dem Radar gewesen sind. Und, aber das werden jetzt vorher richtig gesagt, es ist sicher einfacher, wenn du einen guten Start hast in der Saison und dann diesen Jungen kannst du die Chance geben und sie hoffentlich die Chance auch packen können. Wir haben ja noch 2 Junge angesprochen, der Dario Allensbach beim EV Zug, der schon ein Schweizer Meister ist, aber auch jetzt immer noch in der ersten Linie zum Einsatz kommt. Der 19-Jährige auf der anderen Seite ist er auf der Yves Stoffel getroffen, der 20-Jährige, der Lugano eben aus der Zuger-Organisation geholt hat und auch in der ersten Linie im Einsatz war. Und da bin mir sicher, dass das der U20-Nationalmannschaftscoach ganz gerne sieht. Und der Marco Bayer ist uns jetzt zugeschaltet, da via Telefon. Und Marco, du bist, glaube ich, auch im Spiel gewesen, gell? In Lugano. Du hast die beiden Jungen, oder es hat natürlich noch mehr Jüngere gehabt, auch wo die interessieren, im Einsatz gesehen, oder Marco? Ja, zuerst einmal einen schönen guten Abend miteinander. Ich habe die Flusche gar nicht vorne gemerkt. Hoi Dagi! Ja, ciao Marco, ciao! Ich war im Spiel in Lugano und es war eindrücklich, erstens einmal auf Zuger Seite, dass sie auch 5 Minuten vor Schluss immer noch die vierte Linie gebracht haben. Unsere jungen Nachwuchstalente, wo wir sehr angewiesen sind, dass die Erwachsenen-Hockey spielen können, auch im Hinblick auf die U20-WM. Also sehr, sehr erfreulich, die Tendenz, die wir im Moment sehen bei gewissen Mannschaften. Ihr werdet auf dem Verband aus sicher auch immer wieder mal ein bisschen Druck machen oder vielleicht auch ein bisschen
wohl ein bisschen Druck ausüben, auch bei den Clubs. Inwiefern kann man das und inwiefern spürst du jetzt vielleicht auch ein bisschen einen Effekt? Und ist der Effekt vielleicht auch ein bisschen gekommen nach der verpatzten U20-Weltmeisterschaft? Also, dass das vielleicht auch ein bisschen einen Einfluss hatte? Ja gut, das ist immer jahrgangsabhängig. Wir haben nicht immer die gleiche Qualität der Spieler zur Verfügung. Der letztjährige Jahrgang hat nicht so performt, das ist richtig, das haben wir gewusst. Und gleich haben wir versucht, die Jungs zu pushen und sie mit einem höheren Ziel an eine Weltmeisterschaft zu fahren. Auf der anderen Seite, unsere Rolle als Verband ist schon so, dass wir versuchen, ja, auch aufzuzeigen, wie das andere Nationen machen. Und wenn ich Finnland als Beispiel nehme, dort ist jeder U20-Nationalmannschaftsspieler, der dabei ist, muss Erwachsenenhockey spielen. Also dort ist die Messlatte noch viel, viel höher. Bei den Schweden ist das auch so. Wir haben einfach die Problematik, bei uns ist die U20-Liga, bei uns ist zu wenig kompetitiv, dass sie würde lange, dass wir an einer U20-Weltmeisterschaft auch mit diesen Spielern gehen können. Also wir brauchen die Spieler, die Erwachsenenhockey gespielt haben, die die Erfahrungen machen, weil es geht einfach viel, viel schneller. Und darum bin ich extrem froh, ist im Moment die Entwicklung da. Wir haben heute in diesen Partien, in der National League, haben wir 5 Spieler von mir im Kader, die gespielt haben. Und nicht einfach nur bloß 3 Minuten, sondern sie haben wirklich eine wichtige Rolle. Und ich glaube, das ist entscheidend. Das hat vorhin auch der Walzi gesagt. Es ist, früher hat man mal einfach nur 2 Minuten gespielt, 1,5 Minuten. Und das ist nicht der Sinn und Zweck. Aber wir sind auch nicht dafür, dass wir einfach nur Quotenplätze schaffen für die Jungen. Sondern am Schluss ist es wirklich, man muss performen können, man muss Leistung können bringen, man muss kompetitiv sein. Und dann soll man auch die Chancen bekommen und auch seine Spielrolle. Das ist ein weiteres Thema. Also wenn einer in der U20 eine Rolle hat als Offensivspieler mit Offensivskills, dann macht es null Sinn, wenn er noch in die National League kommt und in der vierten Linie eingesetzt wird. Sondern dort finde ich auch, wenn wir jetzt das Beispiel von Dari Ahlensbach nehmen, der Junge hat Qualitäten im offensiven Bereich, ist bei uns in den ersten 2 Linien vorgesehen und spielt im Zug ebenfalls in der ersten Linie. Also super. Ich glaube, dort ist er richtig eingesetzt. Und es zeigt, dass er den Level behalten kann und uns sicher auch helfen kann. Aber inwiefern können Sie auch profitieren, wenn Sie in der ersten Linie spielen und dort mit den Top-Leuten auch spielen? Ja, aber das ist ja, genau das. Gegen Top-Leute? Ja, ich glaube, das ist... Ich frage so schnell der Walzi. Kommen wir nachher nochmal zu dir, Marco. Ja, ich glaube, das ist ja genau das. So holst du genau das Selbstvertrauen. Das, was jetzt Marco Bayer gesagt hat, ist ja genau so. Ist wahrscheinlich für einen Out. Also musst du mich sonst korrigieren, Marco. Aber kannst du nicht an eine U20-Weltmeisterschaft und dann hast du im dümmsten Fall keinen Spieler, der in der vergangenen Saison irgendwo ein Powerplay gespielt hat. Das ist dann extrem schwierig und die Rollenzuteilung. Und ich glaube auch für die Entwicklung, also wenn einer wirklich nur 3 Einsätze hat in einem Drittel, dann muss ich die Frage stellen, ob es vielleicht gescheiter ist, wenn er Swiss League spielt, aber wirklich kann durchknütteln. Aber das, was wir jetzt heute gesehen haben beispielsweise, ist sensationell für jeden Jungen. Das war schon so gewesen. Wenn du mal neben den Ausländern spielen durfst, dann hast du automatisch mehr Chancen gehabt. Wenn du mehr Chancen hast, gibt es Selbstvertrauen und kannst der Mannschaft helfen und kannst dich so weiterentwickeln. Nur das, was Marco sagt, ist richtig. Ein Junge kann natürlich nicht 15 Chancen haben und dann nicht performen. Er muss im richtigen Moment noch dort sein, die Chance packen. Und dann ist es eigentlich eine Win-Win-Situation für alle. Wir haben jetzt ein paar Mannschaften angesprochen und Marco hat auch gesagt, wie viele heute zum Einsatz gekommen sind von seinem Team auch. ZSC Lions, die sind nicht im Einsatz gewesen. Und wenn wir dort vielleicht den Personal rauspicken, dann ist das der Noah Meyer, der jetzt zum Saisonstart mehrheitlich in der Swiss League zum Einsatz gekommen ist. Obwohl er eigentlich letzte Saison auch schon viel National League-Erfahrung gesammelt hat, 19-jährig. Dass jetzt so einer beispielsweise nicht beim Z zum Einsatz kommt, was hat das für Gründe oder wie findest du das auch, Marco? Das ist halb so schlimm, weil dort muss man auch wieder realistisch sein. Was hat er für Konkurrenz beim ZSC? Die Konkurrenz ist riesig. Also die sind so gut gesetzt in der Verteidigung, dass es für ihn dann genau null Sinn macht, einfach nur 2 oder 3 Minuten Eiszeit zu bekommen. Dementsprechend, weil Zürich ein Farmteam hat, trainiert der Noah Meyer beim ZSC und spielt bei GC genau die Rolle, die er bei uns auch hat. Das ist in den ersten 2 Blöcken offensiv, kann Powerplay spielen, kommt im Schnitt über 20 Minuten Eiszeit über. Und ich glaube, das ist eine Zwischenlösung, weil der Schritt nochmal von der U20 direkt in die National League ist zu gross. Das schaffen nur wenig. Darum gibt es den Zwischenschritt mit der Swiss League und Zürich hat das im eigenen Haus. Also sie können dort, wenn sie dann Verletzte hätten oder angeschlagen, können sie den auch automatisch sofort einbinden. Beim EV Zug gibt es ja eigentlich die ähnliche Voraussetzung. Und doch hat man das Gefühl, dort werden mehr
die Eigengewächse noch eingesetzt? Oder ist es nur, weil sie jetzt Verletzte haben? Täuscht der Eindruck ein bisschen? Der Eindruck täuscht. Es ist sicher so, dass jetzt extrem viele Verletzte haben, die sie können profitieren können. Aber ich glaube... Wir sind doch letzte Saison auch schon vielfach mit dieser vierten Sturmformation, mit anderen, aber auch Jungen. Ja gut, Zürich hat letztes Jahr auch noch einen Simic gehabt, einen Brüschwiler, der ab und zu gekommen ist und so weiter. Also es kommt jedes Jahr natürlich darauf an, wie die Zusammenstellung ist und eben, wie die Verletzten sind. Aber ich glaube, der Marco hat einen sehr wichtigen Punkt gesagt. Es kommt extrem darauf an, was ist das für ein Spieler? Also ich sage jetzt mal ein Beispiel, eben, wenn man von Noah Meier redet. Der Noah Meier ist ein Offensivverteidiger. Und als Offensivverteidiger hast du eigentlich die schwierigste Position überhaupt, zum reinkommen, oder? Neben der Goalie-Position, oder? Weil du bist eigentlich fast jedes Mal mit einem Ausländer, einem ausländischen Verteidiger in Competition. Und jetzt in Zürich ist neben dem Noro ist halt eben noch zum Beispiel ein Weber, der sehr gut Powerplay spielt, vor allem sehr gut schiesst, oder? Das heisst, für ihn ist momentan die Ausgangssituation extrem schwierig, zum reinkommen, oder? Und dementsprechend als Viertlinienstürmer vielleicht, wo du einfach, ich sage jetzt mal, Energiespieler bist, hast du vielleicht nicht so gute Competition und spielst auch viel einfacher. Und dementsprechend ist es für die Jungs, zum Viertlinien zu spielen, jetzt zum Beispiel nehmen wir ein Beispiel, das ich heute Abend gespielt habe, ein Hofer. Oder? Valentin Hofer-Bezug. Ist jetzt genau so ein Spielertyp, wo ich sage, finde ich, ein sehr guter Spieler, aber ist eher ein Energiespieler. Dritt-, Viertlinien-Spieler, einfacher Spiel, hat vielleicht auch nicht so gute Competition und kann dementsprechend vielleicht schon ein Jahr früher in einer National League spielen. Aber ich sage immer den Jungs, das Ziel ist nicht, möglichst schnell da oben sein. Das Ziel ist, wenn du oben bist, musst du die Position können spielen, wo du effektiv deine Stärken hast. Wie sonst geht es ruckzuck und bist wieder daheim, oder? Oder spielst du Swiss League oder dann U20 oder MySports. Wir haben ja Trappers Villionen Lakers und wir haben einen Vertreter hier, oder Ex-Verantwortlichen von den Nachwuchsverantwortlichen mit dem Thomas. Würde es jetzt Sinn machen vielleicht für so einen Noah Meier, dass einer sagt, okay, dann gehe ich zu einem anderen Team oder suche die Möglichkeit bei einem vielleicht kleineren Team, wo die Konkurrenz nicht so gross ist? Das ist oder gibt sich so einer nicht zufrieden mit der Swiss League, aber ist er jetzt dort wirklich besser aufgehoben? Ja, ich glaub, entscheidend ist, dass er wirklich spielen kann, dass er Spielpraxis hat und hoffentlich die Chance bekommt, wenn es oben eine Lücke gibt. Aber wenn es lange die Chance nicht gibt, ja, dann ist es vielleicht gut, wenn man mal über einen Clubwechsel nachdenkt. Aber grundsätzlich ist es wichtig, dass ein junger Spieler einen Rhythmus hat, dass er seine Rolle hat. Also viel lieber ist eine Liga tiefer, spielt dort durch. Und als umgekehrt. Wobei, jetzt, wenn wir noch einen tieferen Nachwuchs gehen, ist es natürlich oftmals so, dass das die Eltern eben nicht begreifen. Aber darum haben wir ja so gute Menschen wie Sven Helfenstein als Agenten, die dann ihnen das versucht, auf den Weg zu geben. Weil, nochmal, der Rhythmus ist so und so. Und es ist nicht wichtig, dass man sagen kann, ich bin ein Spieler von der U20 Elite. Vielleicht tut es einem gut, dass er im Jahr noch U20 Top spielt. Marco, ich glaube, du bist noch in der Leitung. Danke vielmals für deine Einschätzung. Würdest du noch abschliessend sagen, sind wir auf dem richtigen Weg oder sind wir auf dem Weg, wo ihr das Gefühl habt, ist der richtige im Schweizer Eishockey mit dem Saisonstart, den wir jetzt kennen und mit den Anzahl Spieler und auch Eiszeiten, die man sieht von den Jungen? Ich habe ja eingangs gesagt, das ist erfreulich im Moment, um zu schauen, wie viele junge Spieler das Chancen überkommen. Also von dem her muss ich und würde ich sagen, wir sind auf dem richtigen Weg. Natürlich haben wir immer noch Luft nach oben, aber es sieht schon viel, viel besser aus, als vor 3-4 Jahren, wo es einfach praktisch kein Junge so mal eine Chance bekommen hat. Also von dem her bin ich sicher sehr, sehr positiv. Ich möchte einfach als Schlusswort noch schnell reinbringen, einfach die Diskussion, mehr Bauchweh machen wir Goalies, weil ein Goalie braucht einfach einen. Und dort haben wir schon auch noch Potenzial, um eben auch dort vielleicht mal einem Jungen die Chance zu geben. Oder auch in der Swiss League. Wir haben auch dort zwei, drei Kandidaten, die im Moment dran kommen. Aber dort müssen wir schon auch ein bisschen ein Auge drauf haben, dass wir auch in der Goalie-Situation pushen, weil Goalies sind extrem wichtig. Wir wissen, wie wichtig das Goalie-Position ist. Und von dem her brauchen wir auch dort in der U20 einen Goalie, der auf erwachsenem Level spielt. Auch da hat es ja schon gute Beispiele gegeben, in dem Sinn, dass der HC Lugano im letzten Match auch Thibaut Fatto laufen lassen hat, bei Langnau ein bisschen zwungenermassen mit dem Zweiten denn das Ganze probiert hat. Jetzt dummerweise, unglücklicherweise, hat auch er sich verletzt. Wie würden ihr abschließend noch sagen, auf welchem Weg sind wir? Ihr habt eigentlich beide fleissig mit dem Nachwuchs zu tun. Du als Agent, der sie auch beratet, der viele junge Spieler hat. Und du als ehemaliger Nachwuchschef bei der Rappers Villionen Lakers vielleicht zuzuerst. Ja, maybe. Ich glaube, wie ich es vorhin gesagt habe, wichtig ist der Spass, die Freude. Und Spass und Freude hast, wenn du viel spielen kannst. Also ich rede jetzt eher noch tiefer aus dem Nachwuchs. Es bringt gar nichts, wie oft mal eben die Eltern das Gefühl haben,
ihr Sohn muss in der höchsten Stufe spielen, sondern er soll sich dort entwickeln, wo er hingehört. Und man soll auch ein bisschen Vertrauen haben zu den Trainern und Stufenleitern in einer Organisation oder zum Ausbildungschef. Und so kann sich ein Spieler entwickeln, Schritt für Schritt, Jahr für Jahr. Und das ist eigentlich schön im Sport. Man hat ja nie eine Garantie, wirklich das zu schaffen. Oder man weiß aber auch nicht, ob es irgendwann vorbei sein kann. Also man hat eigentlich jeden Tag die Chance, zum Freude haben, zum Trainieren, machen und tun. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Und nicht zu viel Druck aufsetzen. Und ja, wie früher noch einfach rausgehen, knebeln, Garage-Tor kaputt schiessen. Und dann das auf dem Eis können umsetzen. Also ganz wie früher ist es wahrscheinlich schon nicht, was man so hört. Oder die sind ja mittlerweile schon dann auch recht bereit, was das Training anbelangt. Und so Sachen. Die wissen genau, was es braucht. Von dir noch schnell abschließend, auf welchem Weg sind wir? Ich habe das Gefühl, es sind einige Sachen, die nicht so schlecht laufen, habe ich das Gefühl. Also ich glaube, gerade so, sagen wir mal, ab Stufe U18 oder nach der U18-WM bis zu der U20-WM sind wir in der Regel eine Nation, die eigentlich Fortschritt macht gegenüber der Top-Nation. Also wir kommen dann näher. Das grosse Problem ist sicher noch, was läuft, ich sage mal, bis zu einer U18-WM. Das haben wir jetzt auch wieder gesehen am linken Gretzky Cup, wo wir einfach absolut geschlachtet geworden sind. Oder wir haben keinen Sack gesehen. Hat sicher damit zu tun, eben, je nach Jahrgang ist man ein bisschen stärker oder ein bisschen weniger stark, aber es hat auch mit Sachen zu tun, wie vorbereitet geht man so einen linken Cup. Die einen Nationen sind 3-4 Wochen zusammen gewesen. Wir sind auch nach einer Woche von der Sommerferien sind die Jungs noch mit dem Sonnenbrand auf den Fuss, sind auf das Davos raufgekommen, haben eine Woche Trainingslager gehabt und dann nachher müssen gegen die besten Nationen competen. Das ist auch meiner Meinung nach nicht ganz fair. Der Vergleich nachher. Wir sind sonst schon nicht voraus und dann ist noch weniger gute Vorbereitungszeit. Das sind sicher viele Challenges, die da der Weibel Lars vor sich hat. Die Strukturen ein bisschen auch aufbrechen. Ich habe mit ihm auch ein Gespräch geführt in diesem Bereich. Die sind voll dran, aber das geht alles nicht von heute auf morgen. Ich habe das Gefühl, wir haben gute Herren installiert in gewissen Positionen, die eigentlich sehr gut wissen, was sie machen. Aber es braucht Zeit, es braucht ein Miteinander von Clubseiten, von den Nationalmannschaften, weil ja, es gibt dann schon noch einige Baustellen. Schlussendlich wollen wir ja, dass die Jungen erfolgreich sind, respektive, dass wir dann nachher auch eine gute Nationalmannschaft haben in der Schweiz. Marco Bayer, ich weiss nicht, ob er noch oben ist, ob er noch bei uns verbunden ist, mit dem roten Telefon. Danke vielmals, hast du dir Zeit genommen, wünschst dir noch eine gute Heimreise von Lugano. Ja, beste vielmals, euch zum Wohl. Danke, Dagi. Danke. Zum Wohl, Marco. Danke vielmals euch Jungs für den heutigen Einsatz heute Abend, Thomas Walser und Sven Helferstein. Interessanten Abend, den wir hatten, auch mit den Goal, die wir gesehen haben. Alle Goal übrigens bei uns auf der Website oder YouTube zum Nachschauen. Auch unser Packen-Goal-Highlight kompakt auf YouTube. Und auch diese Sendung hier, der Talk, den könnt ihr nachschauen auf YouTube oder auch nachhören. Via Spotify. Das wäre es von diesem Dienstagabend, 7. Runde. Wir sind am Freitag wieder für euch da. Machen Sie gut, schönen Abend.